Hallo, mein Name ist Stefan Bernhardt. Ich darf euch heute hier in Unterhaching aus neuen Standort der Hubershuna GmbH recht herzlich begrüßen. In unserem Umzugsprojekt mit dem Namen MOVE durfte ich die Rolle des Projektleiters einnehmen und war bereits im Jahr 2022 zum Start involviert. Uns war das wichtig, ein Shared Desk-Konzept zu implementieren. Auf der einen Seite natürlich stand der wirtschaftliche Aspekt in Verbindung mit der flexiblen Regelung für mobiles Arbeiten. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch die Möglichkeit der besseren Kollaboration für temporäre Projektteams. Wir haben regelmäßige Informationsveranstaltungen durchgeführt. Dann haben wir noch ein zweites Projektteam, sogenannte Botschafter, gegründet, die im Endeffekt das Sprachrohr aus der Belegschaft waren, aber dann vom Projekt wieder in die Belegschaft zurück. Und zu guter Letzt haben wir eine Umfrage gestartet mit Teststühlen, die konnte jeder mal ausprobieren und seine Stimme dafür abgeben. Ja, ich bin hier rein und war ein richtiges Aha-Erlebnis für mich. Ist einfach, Hubershuna ist für mich Hightech, wie wir es auch im Sales haben. Und jetzt können wir es auch wirklich an Bewerber und Externe übermitteln. Wir sind hier offen, kommunikativ und haben wirklich eine schöne neue Fläche. Ja, ich sage, im privaten Bereich schauen wir immer nach Vergrößerung häufig bei Umzügen. Wir verkleinern uns deutlich. Wir kommen von 6.500 Quadratmetern, ziehen jetzt hier zusammen auf eine Arbeitsfläche, rücken näher zusammen. Und das auch seit Tag 1 das Gefühl, mehr Wir-Gefühl, mehr Austausch, kürzere Wege. Und wir kriegen einfach sehr viel mehr mit von den Kollegen. Also für mich die größte Änderung ist, dass man mit den Leuten zusammenkommt. Und zwar genau hier in der Kaffeeküche begegnet man sich einfach in der Früh. Jeder kommt hierher, holt sich was zu trinken. Und ja, man weiß einfach, wer da ist, auch weil die Büros jetzt natürlich durch die Glastüren offener sind und man weiß, wer ist denn heute im Büro. Ja, ich sehe auch, wir sind ja alle jetzt in einem Stockwerk, das ist halt echt praktisch und kannst einfach kurz mal vorbeigehen, denn das ist die Person, dann gehst du einfach zur Stadt, dass man dir einfach anruft. Genau, wenn man Sachen zum Klären hat, geht man halt hin. Genau, geht halt schneller. Genau, ja. Die zentrale Herausforderung war natürlich die Standortsuche. Es ist uns ja Gott sei Dank gelungen, hier in der Nähe einen Standort zu finden, der uns dann auch die Möglichkeit jetzt geboten hat, in die neue Arbeitswelt einzutauchen in Form der neuen Organisation. Die neuen Büroräumlichkeiten bieten uns jetzt auch das Umsetzen der neuen Arbeitsorganisation, wie zum Beispiel Clean Desk und das Desk Sharing. Wenn uns das gelingt, dann werden wir viel Spaß und Freude in diesen Räumlichkeiten haben und das wird dann hoffentlich auch auf unsere Kunden und auf den Rest der Hubershuna Welt ausstrahlen können. Offen, es ist heller, es ist einladend, man fühlt sich ja direkt willkommen, man hat kürzere Dienstwege, man kommt viel mehr in Kontakt mit den Kollegen, also sehr, sehr schön geworden. Meine Rolle als Botschafterin war es, die Ideen und die Projektplanung an die Mitarbeiter halt heranzubringen, deren Feedback einzuholen, Ideen und Anregungen einzufangen und das genauso an das Projektteam wiederzuspiegeln, sodass wir natürlich unsere Projektplanung weiterentwickeln konnten.